Bild schieben. Ich fühle mich nicht so gut. Dankeschön. Herzlich willkommen zu den E-News Live, Ausgabe 35. Ich sage euch schon mal frohe Ostern. Es geht ja morgen los. Viele von euch sind bestimmt schon in Feiertagsstimmung. Mich hat es leider ein bisschen erwischt. Ich möchte aber hier gar nicht rumjammern. Nein, mich hat es ein bisschen mit Schnupfen und sonst was erwischt. Also ich trinke hier ein bisschen nebenbei Tee und so. Und ich kann euch jetzt auch schon sagen, wir machen die Sendung heute nicht so lange, weil ich muss bald wieder ins Bett zurück, ja, damit ich fit bin. Wir haben hier Studioumbau und allem möglichen noch vor uns, Umzug und alles. Ja, ich will euch damit aber überhaupt gar nicht jetzt langweilen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir machen heute nur den News-Teil und dann ist es leider auch schon vorbei. Nächste Woche machen wir natürlich wieder in voller Länge. Das sind die 35. E-News. Wir sind live aus Berlin und schön, dass ihr mit dabei seid. Ja? Ich habe ja gedacht, heute wäre überhaupt keiner dabei, weil alle schon fröhlich am Eierschaukeln sind. Ja? Aber es sind ja doch einige dabei. Also liebe Grüße an alle, die jetzt live sind, alle, die es im Nachhinein anschauen. Begrüße ich natürlich auch. Ich habe mir hier so einen Schal umgezogen, ja, wenn man so ein bisschen angekratzt ist und so, ne, mit Nase und Hals und so. Da danke ich auch nochmal Stefanie Basler, die uns diesen schönen Electrix Robin TV Schal gestrickt hat. Heute haben wir wieder wunderbare, interessante Themen dabei. Und zwar BMW und Daimler legen DriveNow und Car2Go zusammen. Habe ich euch schon berichtet. Jetzt wird es tatsächlich durchgeführt. Baden-Württemberger Behörde trifft schon jetzt Vorkehrungen für Fahrverbote. Den Porsche Mission E gibt es als Augmented Reality App. Ich zeige euch gleich mal ein paar Videos. Ich habe schon mal ein bisschen mit der App rumgespielt. Und MAN bietet den TGE ab Sommer als Elektrotransporter an. Und Uber Green startet mit gut 30 Elektroautos in München. Da gleich mehr dazu. Jetzt erstmal noch mal ein paar Informationen in eigener Sache. Und zwar sind wir von Robin TV, das sind Max und ich, Jan kann leider nicht mit dabei sein, am 7. April ab 9.30 Uhr und zwar durch bis um 14 Uhr am Ladepark Kreuz Hilden, ja, und zwar beim Hildener E-Mobilisten-Frühstück Hepto. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das, kann ich euch schon mal hier ein Bild zeigen. Da seht ihr, der Bäcker Roland Schüren, der im E-Mobilitätsbereich in Deutschland auch große Verdienste geleistet hat, indem er zum Beispiel so einen Bäcker Vehicle One, also ein Bäcker Elektroauto Transporter mitentwickelt hat, zusammen mit Street Scooter. Der hat hier so eine Station im Ladepark Kreuz Hilden und da kann man lecker frühstücken und da kann man auch gleichzeitig schön Energie für sein Auto und Energie für sich selbst laden, wie es so schön heißt. Und wenn ihr uns da antreffen wollt, dann schaut doch vorbei, gleich mal im Kalender markieren. Und zwar der 7. April ab 9.30 Uhr bis durchgehend, ich denke bis 14 Uhr circa, sind wir am Ladepark Kreuz Hilden. Hier seht ihr auch nochmal eine Anfahrtsbeschreibung. Also es ist im Mühlenbachweg 9 in 40724 Hilden. Ihr müsst euch jetzt aber nicht hier die ganze Anfahrt durchlesen. Ihr könnt auch einfach mal unten im Beschreibungstext unterhalb des Videos schauen. Da habe ich euch die Webseite verlinkt. Da bekommt ihr auch nochmal alle Infos. Außerdem möchte ich nochmal hinweisen auf ein Video, das diese Woche erschienen ist, hier auf dem Kanal. Es geht ja rund um Elektromobilität und erneuerbare Energien. Und zwar habe ich ein Update meines Teslas durchgeführt und ich kann euch sagen, mein Tesla wird immer besser, ja, es kommen neue Funktionen dazu und das Ganze über LTE, über die interne mobile Verbindung und das Ganze komplett kostenlos. Und damit ihr den Prozess mal seht, wie das funktioniert, zeige ich euch das mal hier in dem Video. Könnt ihr also entweder rechts oben in die Infokarten gehen oder ihr schaut euch hier auf dem Kanal um, sowieso. Sage ich jetzt mal, alle, die noch nicht den Abo-Knopf gedrückt haben, jetzt direkt mal abonnieren drücken, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine spannenden Videos mehr. Das ist alles komplett kostenlos hier. So, und außerdem gab es noch ein tolles Gespräch mit Frank Müller. Das ist ein Mitgründer vom Bundesverband E-Mobilität und er sitzt auch im wissenschaftlichen Beirat. Und mit ihm habe ich am Montag auf dem Kanal vom Bundesverband E-Mobilität, der da heißt Neue Mobilität, habe ich ein Video gemacht. Auch ein Livestream, der findet immer einmal im Monat statt. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, wenn ihr auch diesen Kanal abonnieren wollt und euch das Video nochmal anschauen wollt. Und ich kann euch nur empfehlen, es lohnt sich. Wir haben
tolles Gespräch geführt, allgemein über Elektromobilität, Elektroautos und unsere Erfahrungen. Und vor allem haben wir über die ADAC-Studie gesprochen, die rausgekommen ist. Und zwar die erste Studie zur Ökobilanz unserer Autos, schreibt ADAC. Da gibt es einige Dinge, die man dazu wissen muss. Und wir ordnen das Ganze ein bisschen für euch ein, geben euch noch Hintergrundinformationen dazu. Schaut da auch rechts oben in die Infokarten. Da ist so ein i mit so einem Kreis drumherum. Und da könnt ihr dann direkt mit einem Tipp auf dieses Video hüpfen. Abonniert dann auch den neuen Mobilitätskanal vom Bundesverband E-Mobilität. Und dann sehen wir uns da auch immer wieder in Zukunft. So, und jetzt kommen wir aber erstmal zu den Top-News der Woche. Und ich habe eigentlich auch schon darüber berichtet. Und es gibt auch schon lange Gerüchte, aber jetzt ist es tatsächlich offiziell. Ja, jetzt gibt es die Bestätigung, Daimler und BMW legen ihr Carsharing-Angebote Car2Go und DriveNow zusammen. Ja, und zwar will man sich gegenüber neuen Wettbewerbern besser aufstellen. Das gehört dann zu gleichen Teilen BMW und Daimler, also die 50-50, wie man so schön sagt. Ja, also es ist ein Gemeinschaftsunternehmen und da sollen auch die weiteren Angebote MyTaxi und Movil von Daimler und auch ParkNow und ReachNow von BMW eingebracht werden. Da geht es also bei MyTaxi darum, dass man per App sich ein Taxi rufen kann, das sogar auf der Karte verfolgen kann, wo es gerade aktuell ist. Movil ist eine tolle App als Mobilitätsdienstleistung, da kann man im Prinzip werden alle Möglichkeiten der Mobilität in einer App kombiniert. Wenn ihr an sowas mal Interesse habt, schreibt mir mal oder schreibt mal einen Kommentar drunter, dann werde ich auch zu diesen Apps, die es noch gibt, rund um die Mobilitätsanbieter mal ein paar Videos machen oder eine ganze Videoserie rund um E-Mobilitäts-Apps machen. Das würde mich mal interessieren, ob ihr daran interessiert seid. Schreibt das mal in die Kommentare rein oder jetzt eben im Live-Chat. Dann kann Max da gleich mal mir Feedback dazu geben. Der ist übrigens im Live-Chat. Ach, den habe ich noch gar nicht begrüßt. Mensch, ich bin heute wirklich durch den Wind. Verzeiht mir ein bisschen. Ich bin einfach nicht fit. Aber ich habe gedacht, bevor ich die Sendung absage, ich ziehe das für euch durch, ich bin für euch da. Und jetzt an der Stelle begrüße ich aber auch nochmal den lieben Max. Hi Max. Hi Robin. Du, wir sind ja heute beide ein bisschen krank, also das geht alles schon. Ja, du bist ein bisschen fitter sogar noch als ich. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wieso habe ich dich jetzt mit eingebracht? Achso, schreibt in den Chat und dann wird Max gleich mal darüber berichten. Mir so ein bisschen, guck mal, ob zu diesen Mobilitäts-Apps, würde mich mal interessieren, zu den E-Mobility-Apps, da gibt es ja ganz viele, ob die Leute Interesse haben, dass wir da mal ausführliche Erklärvideos, Tutorials oder Vorstellungen machen. Kannst du mir gleich nochmal rückmelden, wenn wir zum Live-Chat kommen. Und ihr schreibt das mal bitte. Ansonsten, schön, dass du da bist. Alleine hätte ich es heute überhaupt nicht geschafft. Also so oder so nicht, aber heute gar nicht. Ich werde auch direkt nach der Sendung wieder ins Bett fliegen. Die Wettbewerbsbehörden müssen aber diesem ganzen Zusammenschluss von Car2Go und DriveNow noch zustimmen. Und insgesamt bieten die beiden Anbieter rund 20.000 Autos zum kurzfristigen Anmieten da an. Und da fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, was erzählt der Robin das? Das geht doch überhaupt nicht um Elektromobilität. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz meinen Teebeutel aus dem Tee holen. Das muss heute einfach mal sein, ja. Muss auf seine Gesundheit achten. So. Und ich erzähle das, weil Car2Go und DriveNow auch ganz stark in die E-Mobilitätsrichtung gehen. Also der Elektrosmart wird teilweise bei Car2Go schon angeboten. Der BMW i3, den ich ja wirklich auch sehr spannend finde, bin ich schon sehr viel mit DriveNow gefahren. Und der Elektroanteil soll also in beiden Flotten deutlich wachsen. Ja? Auch natürlich angesichts der Abgasbelastung in den deutschen Städten ist natürlich eine Elektrifizierung des Carsharings eine super Sache. Dazu sagt auch BMW vor Vorstandschef Harald Krüger: Mit dieser Allianz erleichtern wir unseren Kunden den Einstieg in die emissionsfreie Mobilität der Zukunft. Und Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands bei Daimler und Leiter von Mercedes-Benz Cars, sagt: Um ein einzigartiges, nachhaltiges Ökosystem für urbane Mobilität zu entwickeln, wollen wir unsere Expertise und Erfahrung bündeln. Also ihr seht aber auch, beide Carsharing-Angebote wollen klar in die emissionsfreie Mobilität, sprich wir wollen weg von den Verbrennungsmotoren hin zu Elektromotoren.
Und dabei können eben diese zwei Anbieter wunderbar helfen, die ja selber Autos im Portfolio haben. Und deswegen war mir das auch wichtig, das mit reinzunehmen, weil in Zukunft werden wir uns immer mehr daran gewöhnen, dass wir nicht nur eigene Autos haben, sondern dass wir die Autos untereinander teilen. Das ist eigentlich viel sinnvoller, denn wie wir auch in einem Interview mit Matthias Willenbacher, den ich an der Stelle auch ganz lieb grüße, erfahren haben, sind natürlich die Autos zu 80% Stehzeuge, keine Fahrzeuge, weil sie mehr rumstehen als fahren. Und deswegen ist Carsharing eine super Sache. Dann gibt es was Neues zu den Dieselfahrverboten, und zwar das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg ist nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten schon mit seinen Planungen für ein Dieselfahrverbot in Stuttgart deutlich weiter, als man das bisher angenommen hat. Ja? Und so könnten schon schmutzige Dieselautos ab dem 1. Januar 2019 aus der Stadt verbannt werden. Und dem zu Bericht der Stuttgarter Nachrichten zufolge bereitet sich das vom grünen Politiker Winfried Herrmann geleitete Ministerium darauf vor, ab dem kommenden Jahreswechsel Dieselautos der Schadstoffklassen 1 bis 4 in Stuttgart zu verbieten. Und ein Jahr später kommen dann auch die Euro 5 Diesel dazu. Ja, und das davon berührte Territorium soll sich nicht nur auf den Talkessel beschränken, das ist in Stuttgart, ist in so einem Tal drin, ja, sondern eben auch auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten, ja. Und während es für nachgerüstete Diesel-Pkw mit neuen Abgaskatalysatoren keine Ausnahmen geben soll, werden Handwerker also wohl größtenteils von dem Verbot befreit sein. Ja, also das ist natürlich gut, damit es eben die gewerblichen Betriebe nicht so hart trifft. Aber alle anderen, die das Auto privat nutzen wollen, werden wohl schon, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr in die Stuttgarter Innenstadt und umliegenden Gebiete fahren können. So, wir kommen jetzt von den Top News zu den Zitaten der Woche. Und da habe ich als erstes einer meiner neuen Lieblingsfreunde hier in der Sendung, den BMW-Chef Harald Krüger. Er sagt, wir wollten auf die fünfte Generation warten, um deutlich wettbewerbsfähiger zu sein. Was bedeutet das? Ja, das ist die Erklärung, warum BMW erst 2020 mit der Serienproduktion der neuen Elektroautos beginnt. Ja? Also die derzeitige Technologie wird noch nicht als profitabel genug für die Massenfertigung angesehen. Und das wird dann wohl erst mit der fünften Generation der Elektroautoantriebe von BMW der Fall sein. Und deswegen wollen sie vorher auch keine Elektroautos in großen Mengen produzieren. Sprich, da wartet man also, bis man die große Kohle scheffeln kann. Ist natürlich jetzt verständlich. Ist ja gar nicht verwerflich. Es ist ein wirtschaftlicher Konzern, der muss natürlich Geld verdienen. Aber dazu muss man sagen, sind natürlich andere Unternehmen, wenn man sich mal nach Amerika umschaut, auch in die IT-Unternehmen, wenn man Google, Facebook, Apple, na gut, Apple ist ein schlechtes Beispiel, Apple nicht, aber Amazon zum Beispiel anguckt, dann sind das alles Unternehmen, die haben über Jahre lang investiert und durch diese großen Investitionen Minusse gefahren, damit sie irgendwann richtig expandieren können. Und das wäre natürlich vielleicht auch eine Strategie, die BMW nochmal in Erwägung ziehen sollte. Völlig verständlich, dass sie natürlich damit Geld verdienen wollen, das müssen sie auch. Aber vielleicht kann man ja schon mal 2-3 Jahre früher das Ganze so aufbauen, dass man zumindest die Erfahrung ja auch schon mal mitnimmt. Und einfach mal ein bisschen von dem vielen Geld, das sie ja auf der hohen Kante haben, das sie verdient haben, schon mal in Investitionen stecken. Ja, gut, aber sie warten bis 2020, ist ja zum Glück nicht mehr so weit. Audi verfolgt auch einen ambitionierten Elektroplan. Und zwar ambitionierter als bisher bekannt. Ja. CEO Rupert Stadler sagt, wir wollen schon 2021 rund 200.000, ach, da muss ich ihn vielleicht hier auch mal reinmachen, wir wollen schon 2021 rund 200.000 Elektroautos verkaufen. Ja. Das sagt der Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler von Audi. Und der setzt bei der E-Offensive also vor allem auf China. Klar, da will der Hersteller schon 2025 eine 500.000 Elektroautos verkaufen. Ist natürlich auch kein Wunder, weil China durch die Quote bei den Elektroautos ja eine staatliche Vorgabe gibt. Und wenn sie die Automobilhersteller in China noch Erfolge haben wollen, müssen sie auf Elektroautos setzen. Und ich habe noch ein weiteres Zitat von Lutz Meschke, der ist Vorstand für Finanzen und IT von Porsche. Er sagt, ja, wir werden das natürlich machen. Also eine Berechnung ab dem ersten Tag.
Denn wir können am Anfang investieren, aber nach 2-3 Jahren muss die neue Dienstleistung profitabel sein. Worum geht's? Es geht um die Ladeinfrastruktur. Porsche baut ja ganz, ganz aggressiv dieses HPC, das High Power Charging Netzwerk aus, womit man mit einer ultraschnellen Geschwindigkeit von bis zu 800 kW einen Porsche aufladen kann. Das wären dann eigentlich nicht länger als 5 bis 10 Minuten, um wahrscheinlich so ein Auto aufzuladen. Lass es 10 Minuten sein. Aber sie wollen eben nicht einen Service betreiben, wo man drauf zahlt. Also Tesla, das ist eine ganz klare Anspielung auf Tesla, ja. Und Fahrer vorübergehend gratis laden zu lassen, findet Meschke überhaupt keine gute Idee, sondern man will ab dem ersten Tag damit Geld verdienen oder zumindest Geld einnehmen, denn ab dem ersten Tag Geld verdienen ist ja meistens schwierig. Das heißt also, wer gehofft hat, dass Porsche vielleicht zu einem hohen Preis mit dem Mission E und den weiteren folgenden Elektroautos da eine Ladeinfrastruktur anbietet, mit der man super schnell laden kann und das im Preis inklusive ist wie bei Tesla, den kann ich jetzt schon enttäuschen. Das wird es bei Porsche nicht geben. Aber ich würde jetzt auch mal vermuten, dass wer ein Porsche fährt, kann sich vielleicht auch ein bisschen Strom leisten. Zumindest ist dann die Mischkalkulation wie beim Tesla nicht mehr möglich. Viele reden sich das ja schön. Ich habe natürlich auch hier eine Rechnung mit meinem Tesla gemacht. Wir sind viel unterwegs hier mit dem Unternehmen und diese ganzen Fahrtkosten, die sind auch nicht zu unterschätzen und die ganzen Benzinkosten, die kann man natürlich dann am Ende über die Laufzeit vom Gesamtpreis abziehen. Das geht also bei Porsche dann nicht. So, und jetzt möchte ich mal in den Live-Chat rüber zu meinem lieben Producer Max. Und Max, sag mir doch mal, kam da auch was zu diesen E-Mobility-Apps? Hat da jemand ein Feedback gegeben, ob sie daran interessiert sind oder nicht? Also da kamen gerade erstmal nur 2 Sachen. Erstmal von Jörg E. Jürgensen. Yo, und die Mobilitäts-Apps sind das einzig wahre Mobil in urbanen Raum. Okay, cool. Kann man so stehen lassen, finde ich genauso. Und von Christian Scheidt. Gibt es schon etwas in Richtung Vehicle to Grid? Hab da was von Nissan gesehen, weiß aber nicht, ob es schon öffentlich ist. Vehicle to Grid? Du meinst mit Nissan Leaf oder was? Zum Beispiel? Zum Beispiel. Also wüsste ich jetzt gerade nichts. Da kann ich dich nach wie vor nur auf Sono Motors und den Sion vertrösten. Vehicle to Grid, ich glaube der Nissan Leaf, der neue müsste das können. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Kann ich so gerade auch nicht beantworten. Ich kann es gerade nicht beantworten, lieber Christian. Du bist da sowieso mehr im Thema, noch tiefer drin, habe ich so das Gefühl. Vielleicht kannst du uns ja aufklären, ob was zum Thema Vehicle to Grid jetzt gerade vor der Tür steht. Für alle, die jetzt ganz viele Fragezeichen haben. Und zuschauen und denken, hä, was meint der? Das ist so, dass man nicht nur Strom in die Batterie lädt, sondern auch aus der Batterie wieder Strom zurückgibt. Ja? Dass man zum Beispiel das Auto als Ersatz für einen Stromgenerator nutzen kann, weil man hat ja eine fahrende Batterie, also ein kleines Energiekraftwerk immer mit dabei. Das ist eine richtig tolle Sache, aber dazu kann ich gerade noch nicht mehr sagen, aber ich habe das auf dem Schirm und ich weiß auch, dass viele von euch das interessiert und wenn da was auftaucht dazu, dann baller ich es einfach mal in die Sendung rein. Ja? So, und eine dritte und letzte Frage habe ich noch an dich von Elektrum. Ich weiß gar nicht, ob du sie überhaupt beantworten kannst, aber mal sehen. Okay. Ich hätte eine Frage zu Stromtarifen. Wir haben einen Tiefgaragen-Einstellplatz gemietet und möchten da eine Ladebuchse installieren. Von wem den Tarif? Ui. Das gebe ich direkt weiter. Da möchte ich mich in diese Fahrwasser möchte ich mich nicht begeben. Also es gibt natürlich verschiedene Tarife, es gibt verschiedene Anbieter. Da kann ich gerade keine Empfehlung abgeben, das wäre jetzt wirklich nicht kompetent, wenn ich hier sage, der und der Anbieter. Ich würde vorschlagen, Elektrum, ich schmeiße das jetzt mal zurück in die Community und in den Chat. Das heißt, du bist jetzt gerade im Chat und wenn da andere unterwegs sind, dann können die das mit beantworten. Ja? Ich habe noch eine andere Frage. Okay, hier und ansonsten alle unterhalb des Videos in die Kommentare bitte Elektrum ein paar Tipps geben, ne, zum guten Stromtarif. So, Stefanie Basler fragt uns noch, ob der BEM bei der Planung einer öffentlichen Ladestation helfen kann. Sie hat wohl einen ihrer Chefs erfolgreich angeregt. Also sie sind dafür selber nicht zuständig. Der Bundesverband E-Mobilität ist für sowas ja nicht selber zuständig, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es lohnt sich garantiert, den Bundesverband anzusprechen und da mal danach zu fragen, ob es da entsprechende Tipps gibt für Ansprechpartner oder Institutionen, an die man sich wenden kann. Weil der BEM ist natürlich genau das, was man sich dann wünscht. Also so ein Mittelsmann, um alle Akteure der Elektromobilität miteinander zu verbinden. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, schreibt den BEM an, auch mit lieben Grüßen von Robin TV und Electrix.
und frag mal eben dann, ob die dir weiterhelfen können, ob die dir einen Tipp geben können, wer dabei unterstützen kann. Bestimmt. Nehme ich auch an. Okay. So, weiter geht's mit der Sendung. Super, dann machen wir weiter mit den Short News. Und zwar ist das jetzt eine Neuigkeit, die weit von uns weg ist, weil sie ist in China. Aber ich wollte euch einfach das mal zeigen. Ich fand das nämlich, bin da heute drauf gestoßen und dann dachte ich irgendwie so, eigentlich ein cooles Auto, das Daimler da mit BYD zusammen macht, also ein cooles Elektroauto, gibt's bei uns aber gar nicht. Ich finde es aber interessant, da einfach mal rüber zu gucken und mal zu schauen, was denn Daimler und BYD in einem Joint Venture, da heißen sie dann Shenzhen Denza New Energy Automotive, denn so produzieren. Das ist er, das ist der Denza 500, hier sieht man ihn noch nicht so richtig. Hier sieht man ihn zum Beispiel mal von innen und ich finde wirklich, das sieht erstmal echt nach einem anständigen Auto aus. Hier sieht man ihn zum Beispiel mal von der Seite, also jetzt nicht der allerschönste, aber ich finde ihn schon ganz schick. Ja. Und ja, das Modell ist eine Weiterentwicklung des Denza 400 und unterscheidet sich von seinem Vorgänger eben durch ein neues Design, das ich echt ganz schick finde, und eine auf 500 Kilometer ausgedehnte Reichweite. Ja, das ist doch krass. Ja. Bei uns in Deutschland gibt es kein Elektroauto von Daimler, das nur annähernd daran kommt, aber in China wird dieses Auto vorgestellt, der Denza 500. Ja, hier seht ihr ihn auch nochmal mit 500 Kilometer Reichweite und sieht für mich so, ich habe leider keinen Preis ausfindig machen können, aber der sieht für mich danach aus, als ob er eigentlich ein bezahlbares Elektroauto wäre für die Masse, sage ich jetzt einfach mal, ja. Und entwickelt und produziert wird der Denza 500 in und für China. Und wie bereits in chinesischen Medien berichtet, kommt der Denza 500 mit einem Facelift und der ein oder anderen neuen Ausstattungskomponente daher. Also da ist dann auch eine Smartphone-App dabei, über die sich nach Herstellerangaben mehr als 112.000 Ladesäulen im Land lokalisieren lassen. Ja. Und der auf 500 Kilometer erweiterte Radius wird durch eine neue Batterie dann eben ermöglicht und es gibt auch noch eine zusätzliche Gewichtsreduzierung. Also ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich fand es einfach mal spannend, weil ich mir gedacht habe, so hey cool, so ein Auto wünschen sich bestimmt auch viele von uns, viele von euch, nach ein bezahlbares Elektroauto mit einer anständigen Reichweite gibt es also nur in China und nicht bei uns, aber wenn der Daimler in China schon sowas macht, dann sollen die doch auch mal bei uns ein bisschen Gas geben. Das war eigentlich mein Weg, über den ich gekommen bin, wieso ich euch das erzählen wollte. Und jetzt kommen wir zu einer ganz coolen Geschichte und da ihr ja schon geschrieben habt, dass solche Mobilitäts-Apps euch interessieren oder allgemein vielleicht Apps, die rund um das Thema handeln, werden wir es mit aufnehmen, werden in Zukunft auch dazu was machen. Und da habe ich jetzt was ganz, ganz Frisches, Neues für euch, was ihr direkt jetzt ausprobieren könnt oder direkt nach der Sendung. Und zwar die Porsche Mission E-App. Ja? Und das ist eine Augmented Reality App. Was bedeutet Augmented Reality? Das ist ein ganz komisches Wort, das wird euch in Zukunft aber noch öfters begegnen, wird auch abgekürzt mit AR, also AR, ja. Das bedeutet die erweiterte Realität am Ende. Ihr könnt also in die Realität weitere technische, durch technische Hilfe Dinge projizieren. So muss man sich das vorstellen. Sie haben so eine AR-App eben für den Porsche Mission E entwickelt, um die Verkürzung der Wartezeit auf das Elektromodell von Porsche E, das also dann erst 2019 in Serie geht, so ein bisschen, ne? Also die Zeit zu verkürzen. Und hier nochmal ein kleines Zitat aus der Pressemitteilung. Über die App kann der Nutzer verschiedene Ansichtsvarianten am Beispiel der Konzeptstudie Mission E wählen. Das Konzeptfahrzeug lässt sich im virtuellen Raum platzieren. Zudem stehen über die Augmented Reality Anwendung Animationen zur Verfügung, über die beispielsweise die Aerodynamik des Fahrzeugs simuliert werden kann. Und mittels sogenannter X-Ray-Ansichten, die den Blick unter die Leichtbaukarosserie ermöglichen, werden Antriebs- und Batterietechnologien erlebbar. Und darüber hinaus kann das Fahrzeug in der Wunschfarbe virtuell dargestellt werden und im interaktiven Fahrmodus ist sogar eine Probefahrt mittels Augmented Reality möglich. Jetzt habe ich viel erzählt. Ich habe die App vorhin ausprobiert. Nur mal kurz als Beispiel, müsst ihr euch selber runterladen. Gibt es auch komplett kostenlos. Zeige ich euch jetzt mal, wie zum Beispiel so eine Außenansicht aussieht. So, ihr seht ihr das, ne? Da behalte ich die einfach, die habt ihr hier auf diesem Tisch, ja, auf dem Moderationstisch. Und da könnt ihr einfach, ich habe praktisch, das ist praktisch der Bildschirm des Smartphones, so müsst ihr euch das vorstellen. Ja, und jetzt gehe ich hier praktisch rüber, rund um den Tisch, links und rechts. So, und dann kann ich auf dem Bildschirm tippen, rein theoretisch noch verschiedene andere Sachen auswählen. Und so kann man sich wirklich den Porsche Mission E
so wie er jetzt aussieht, mal so richtig schön angucken. Und ich dachte erst, was ist das für ein Scheiß? Aber es ist total cool. Das macht richtig viel Spaß. Und ich kann euch nur empfehlen, probiert das mal aus. Ich habe noch ein zweites Video gemacht. Da seht ihr mal die Innenansicht. So, hier, da könnt ihr also wirklich, da gehen die Türen dann auf und ihr könnt wirklich, da sieht man auch übrigens Max ein bisschen im Hintergrund. Ah ja. Könnt ihr wirklich hier ins Cockpit reingucken. Ja? So, also das ist total cool und deswegen, und es funktioniert auch richtig gut. Ich weiß es nicht, wie das auf Android funktioniert, weil Apple hat da ein spezielles AR-Kit, eine spezielle AR-Unterstützung. Ich hoffe, dass es auch für Android so gut funktioniert, aber es macht wirklich Spaß. Und ihr könnt dann, wie gesagt, noch ein bisschen mitfahren, ihr könnt die Farbe wechseln und so. Probiert es aus, ist ja kostenlos. Der Link zu beiden Apps habe ich unten unterhalb des Videos in den Beschreibungstext gepackt. Also einmal die App für iOS und einmal die für Android, also sprich für eigentlich alle anderen Geräte auf dem Markt. Probiert das mal aus und schreibt mal einen kleinen Kommentar unterhalb des Videos und sagt mal, wie ihr das so findet. Ich fand das wirklich cool und sowas wird es in Zukunft übrigens auch öfters geben. Also die Möglichkeit sozusagen, den digitalen Showroom sich nach Hause zu holen. Das werden viele Hersteller, das habe ich zum Beispiel bei Audi, habe ich da schon einige Präsentationen live selber dazu gesehen, wo sie daran arbeiten. Und das wird allgemeine Geschichte, die in Zukunft noch viel, viel öfters passieren wird. Deswegen guckt euch das mal an und damit habt ihr schon mal so einen guten Blick in die Zukunft der digitalen Showrooms, würde ich fast sagen. So, wir kommen weiter und natürlich gibt es fast keine E-News ohne Tesla. Und die Tesla-Aktionäre, die segnen jetzt den Vergütungsplan für Elon Musk ab. Ja, die Aktionäre von Tesla haben jetzt dem erfolgsabhängigen Vergütungsplan im Rahmen der Vertragsverlängerung mit dem CEO, das ist der hier, Elon Musk, für weitere 10 Jahre zugestimmt. Ja. Und die Pläne sind schon seit Januar bekannt. Musk bekommt kein festes Gehalt, sondern wird gebunden an das Erreichen geschäftlicher Ziele in Aktien bezahlt. Im Idealfall könnte die Vereinbarung Musk 50 Milliarden Dollar einbringen, im ungünstigsten Fall eben nichts. Ja, Tesla selbst bezeichnet das Paket eben als Anreiz und Motivation für Musk, wobei die Ziele ganz schön hochgesteckt sind, also er muss schon ordentlich Gas geben, um die zu erreichen. Es will nämlich Tesla einen Marktwert in 50 Milliarden Dollar Schritten bis hin zu einem Börsenwert von unglaublichen 650 Milliarden Dollar erreichen. Und bei jeder Stufe, die Musk erreicht, also immer in 50 Milliarden Schritten, erhält er rund 1,69 Millionen Aktien. Das ist also zurzeit ungefähr 1% am Unternehmen. Ja, und beim Aktionärstreffen im kalifornischen Fremont wurde eben jetzt abgestimmt, ob die Aktionäre damit auch einverstanden sind und der Vertrag wurde mit großer Mehrheit angenommen, also volle Zustimmung. Und bei Tesla geht es allgemein gerade eigentlich ganz gut wieder voran, nachdem es einige Probleme gab. Mehr als 4500 neue Fahrzeugidentifizierungsnummern vom Model 3 sind bisher alleine im März registriert worden und zum ersten Mal wird das Model 3 nun auch in einem Land außerhalb der USA zur Konfiguration freigegeben. Tesla hat nämlich diese Woche Einladungen verschickt nach Kanada, damit die ihr Auto konfigurieren können und hat eben auch einen Preis für das Model 3 in Kanada bekannt gegeben. Und da startet das Elektroauto Tesla Model 3 bei 45.600 kanadischen Dollar und liegt damit umgerechnet nur rund 350 Dollar über dem Basispreis in den Staaten. Also im Prinzip haben sie in Kanada jetzt diesen Preis von 35.000 US-Dollar, das ist ja sozusagen die Richtlinie, gehalten. Das heißt also, und wenn jetzt eben das nach Kanada rübergeht, schon mal ein erstes Land nach außen, sieht es doch ganz gut aus, dass die Produktion vorangeht. Und wir kommen jetzt von Tesla zu Tesla. Ja, tatsächlich. Es fehlt nur ein L. Der Norderstedt beheimatete Klebebandhersteller Tesla sieht große Chancen im bevorstehenden Wandel der Automobilindustrie, denn in Elektroautos gibt es eine Vielzahl neuer Einsatzmöglichkeiten für Klebeanwendungen. Und da möchte ich auch nochmal ganz, auch übrigens Elring Klinger hat als Zulieferer verkündet vor wenigen Tagen, dass sie massive Investitionen im Mobilitätsbereich machen wollen. Also nur zu dem Thema Zulieferer, Wirtschaftsstandort Deutschland, was die in Automobilindustrie angeht. Also es ist natürlich wichtig, dass die Zulieferer alle mit der Zeit gehen und neue Angebote für die Elektromobilität anbieten, um auch in Zukunft natürlich gute
Einnahmen und Umsätze zu erwirtschaften. Ja, und den sogenannten Tesa-Film, den kennt ja eh schon jeder. Tesa ist aber auch ein Zulieferer für verschiedene Industriezweige. Und das ist richtig krass, habe ich auch nicht gewusst. Genau genommen erwirtschaftet es zu Beiersdorf gehörende Unternehmen rund 3/4 seines Umsatzes als Lieferant der Industrie. Also nur 1/4 des Umsatzes, den Tesa macht, machen sie eben mit, ne, wir kleben uns irgendwie die Augen und Ohren zu, im besten Fall nicht, sondern das meiste Geld, 3/4, machen sie eben mit der Zulieferung der Industrie. Und in der Autobranche werden eben Klebeanwendungen schon heute unter anderem bei den Kabelsatzwicklungen, bei Kabelbefestigungen oder für Verklebungen im Fahrzeuginneren eingesetzt. Und gleichzeitig ist Tesa auch in der Elektronikindustrie bewandert. Ja? Hier, die fortschreitende Verzahnung der beiden Schlüsselindustrien bietet uns hervorragende Wachstumschancen, sagt Tesa-Vorstand Norman Goldberg. Und für den Übergang des Automobils ins elektrische und digitale Zeitalter sei also Tesa gut aufgestellt. Ihr seht das nochmal im Hintergrund, wie so Kabelstränge zum Beispiel da mit Klebebändern präpariert werden. So, und wir kommen noch zu einer wichtigen Meldung, da dürfte sich Max total freuen. Und zwar MAN bietet den TGE ab Sommer als Elektrotransporter an, oder? Max, da bist du völlig ausgeflippt, als ich dir das zugeschickt hatte vor ein paar Tagen. Das finde ich sehr gut aus nicht weiter genannten Gründen, aber es könnte für mich auf jeden Fall einen Vorteil bedeuten. Okay, ja, so der ein oder andere, auch so zum Thema möchte ich auch nochmal dazu, ich weiß nicht, wie ich auf das Thema jetzt komme, aber zum Thema Aktien möchte ich dazu sagen, dass viele im Chat gefragt haben, ist jetzt, wo die Aktie ein bisschen eingestürzt ist bei Tesla aktuell, ein guter Zeitpunkt, eine Tesla-Aktie zu kaufen. Da kann ich möchte keine Tipps geben für Investitionsanlagen, aber aus meiner persönlichen privaten Meinung ist es nicht unbedingt dumm, in einen Konzern zu investieren, an dem man glaubt, der gerade einen kleinen Einbruch hat. Das ist vielleicht eine schlaue Idee. Ich möchte aber keine Anlagetipps geben. In diese Fahrwasser möchte ich mich nicht begeben, aber vielleicht seid ihr da auf dem richtigen Weg. Ja, mehr sage ich dazu nicht. So, und nach dem Vorbild also des Schwestermodells VW Crafter wird auch MAN jetzt seinen TGE, den seht ihr im Hintergrund, als Elektrotransporter auf den Markt bringen. Der MAN E-TGE, ja, soll dann ab Juli schon in die Serienfertigung gehen und dann eben eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern anbieten. Ja, auch MAN rüstet sich damit für den urbanen Lieferverkehr der Zukunft und mit dem E-TGE bietet das zum Volkswagen-Konzern gehörende Unternehmen ab diesem Sommer dann einen Elektrotransporter mit 100 kW Leistung und einer Zuladung von bis zu 1700 Kilogramm auf. Es handelt sich beim E-TGE um MANs erstes Serienfahrzeug mit rein elektrischem Antrieb. Und die Akkumodelle sind im Boden, ne, des Fahrzeugs verbaut, kommen auf eine Kapazität von 36 Kilowattstunden, also ordentlich. Und auch was die Ladezeiten angeht, liefert MAN folgende Übersicht. Und zwar mit einer 40 kW Ladestation sind schon in 45 Minuten 80% der Batterie befüllt. Und an einer Wallbox mit Drehstrom lässt sich dann der MAN E-TGE nach knapp 5,5 Stunden wieder einsetzen. So, im Idealfall verliert die Batterie nach Herstellung Angaben binnen 10 Jahren und ca. 2000 Ladezyklen nur 15% der Kapazität. Ja? Man kann aber sogar einzelne Module auswechseln, also man könnte sozusagen die Batterie ein bisschen wieder reparieren oder Vordermann bringen und ähnliche Leistungsdaten wie der E-TGE hat dann auch der E-Crafter, womit die wahrscheinlich sehr, sehr nah technisch sind, ja, weil der TGE und auch der Crafter und E-Crafter laufen in Polen vom Band und deswegen gehen wir davon aus, dass der E-TGE dann auch in Polen produziert wird und preislich startet der Elektrotransporter bei rund 69.500 Euro. Ja, und MAN hat vor allem Flottenbetreiber als Zielgruppe für den E-TGE, das ist ein blöder Name, aber ich sag's jetzt nicht noch einmal, im Auge und beruft sich dabei auf Statistiken, wonach 3/4 aller innerstädtischen Transporte mit der theoretischen Reichweite von 160 Kilometer machbar sind. Haben wir hier schon seit Wochen in der Sendung, hat jetzt also auch MAN verstanden und erste Kaufverträge seien bereits unterzeichnet. Ja. Vorerst werde das Auto in Ballungsräumen in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden zum Einsatz kommen. Und noch eine coole Meldung, und zwar seht ihr hier so ein Renault Zoe in schönes Moos verpackt. Uber Green
ist tatsächlich ein sehr interessanter Service. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so Fan dieses Uber-Unternehmens. Mir sind die irgendwie ein bisschen zu aggressiv, ein bisschen zu krass und bisschen zu disruptiv. Aber Uber Green fand ich jetzt sehr sympathisch. Startet jetzt mit gut 30 Elektroautos in München. Ja, nach London, Paris, Lissabon und Zürich kommt jetzt Uber Green auch nach München. Ab sofort sind also in der bayerischen Landeshauptstadt gut 30 Elektrofahrzeuge unterwegs. Die sehen dann, glaube ich, nicht so aus wie der Renault Zoe in diesem Grün, sondern eher normaler. Die kann man dann per Uber-App buchen. Und Uber hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der kommenden 3 Monate 15.000 Münchner Fahrgäste mit seiner neuen Elektroautoflotte zu befördern. Und die besteht eben fast ausschließlich aus Renault Zoe Modellen. Das haben wir auch hier getestet auf dem Kanal, könnt ihr gerne euch hier umschauen. Auch in der Playlist Elektroautofahrzeuge-Tests findet ihr dann zum Beispiel auch den Test zu Renault Zoe. München ist jetzt also die 9. europäische Stadt, die zu Uber Green dazukommt. In London will der Fahrtenvermittler sogar sämtliche für den Dienst Uber X eingesetzten Fahrzeuge bis 2019 mindestens teilelektrisch und dann bis 2025 sogar komplett elektrisch fahren lassen. Ich habe noch eine Meldung, die kam rein per E-Mail. Manfred Flömer hat eine E-Mail geschickt und deswegen nehme ich das jetzt auch noch mit auf. Und zwar will General Motors Trendsetter beim autonomen fahren werden. Ja, und bereits 2019 soll das erste Modell der Amerikaner auf die Straßen rollen. Ja, die Serienproduktion wurde wohl schon eingeleitet. General Motors, also auch GM, will beim Thema autonome Autos der Konkurrenz vorausfahren. Die Amerikaner rüsten nun für knapp 90 Millionen Euro 2 Werke für die Produktion des Cruise AV, so heißt er, auf. Und das Elektroauto ohne Pedale und ohne Lenkrad soll dann 2019 schon in Serie gehen. Zielgruppe sind nicht Privatkunden, sondern Taxidienste und Ridesharing-Anbieter. Und einige von euch haben es bestimmt schon wahrgenommen. Der Cruise basiert nämlich auf dem Elektroauto Chevrolet Bolt oder auch Chevy Bolt. In Europa ist er als Opel Ampera E bekannt. Auch wenn man ihn nie auf Straßen sieht und er verfügt über zahlreiche zusätzliche Sensoren natürlich. Jetzt seht ihr es gerade noch, da sind so einige oben auf dem Dach, wie dann nachher die fertige Version aussehen wird. Wahrscheinlich sogar tatsächlich mit so einigen Sensoren oben drauf. Und gebaut wird das Robotermobil dann eben im Boltwerk Orion und auch im Akkuwerk Brownstown. Ja, und erst vor kurzem hatte General Motors bei der US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung beantragt, autonome Autos ohne Lenkrad im Straßenverkehr testen zu dürfen. Und in Kalifornien ist das sogar seit kurzem generell erlaubt. Da braucht man keine Ausnahmegenehmigung. Also ihr seht, auch im autonomen Fahren, das ist ja auch ein wichtiger Bereich der Elektromobilität, geht es hier ordentlich voran. Und ich bin echt mal gespannt. Also ich finde das fast schon ein bisschen zu früh. Ja, ich meine, sogar der Elon Musk von Tesla, der ja sehr, sehr früh immer dran ist und dann alles immer ein bisschen später kommt, hat er ja gesagt, dass das autonome Fahren schon dieses Jahr noch kommt, hat dann zurückgerudert und gesagt, wahrscheinlich vor 2020 nicht. Also bei GM schon 2019. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden das weiter verfolgen. Und wir kommen jetzt zur letzten Meldung für heute und dann kommen wir zum Kurzschluss. Und den finde ich heute richtig schön. Total sympathisch. Nämlich, was macht man denn mit den ganzen Verbrennungsmotoren, die alle nicht mehr benötigt werden? Die weinen, sind traurig, fühlen sich alleine gelassen. Aber nein, es muss nicht sein. Es gibt eine geniale Nutzung für Verbrennungsmotoren, die nicht mehr geliebt werden. Und zwar hier. Ja. Ist doch eine tolle Nutzung, oder? So lässt sich's doch, so finde ich einen Verbrenner richtig, so vor allem dann so eine Spiritusflasche rein in so einen Verbrenner, in so einen alten, das finde ich auch sehr adäquat. Ja, da seht ihr es, also einfach mal so einen schönen Motorblock nehmen, oder es ist doch wahrscheinlich ein Motorblock, habe ich das richtig gesagt, lieber Max? Ich habe jetzt nicht ganz hingeguckt und so gut kenne ich mich auch mit Motoren leider nicht aus, aber ich würde einfach mal sagen, das ist ein... Oder das ist doch das, wo die Zylinderblock. Guck mal, das ist aber, macht aber gar nichts, nicht, dass ihr uns jetzt auslacht. Wir kennen uns einfach mit Verbrennungsmotoren nicht aus. Wir sind hier voll auf E-Mobilität getrimmt. Also was auch immer das ist, ist ein Teil, ein wesentlicher Teil des Motors. Alle kennen es und da kann man dann einfach ein bisschen so als Flaschenhalter verwenden. Finde ich super. Ja. Hat jemand in Stuttgart gesichtet. Also, finde ich total klasse. Ne? Ich finde, das sieht echt super aus. Das sieht doch super aus und so werden wir die alten, so könnten wir doch deinen alten Dreier-BMW verschrotten, oder? Ja, dann nehmen wir den Motor aus und dann packen wir den ins Studio, würde ich sagen. Ja.
guck mal, und schon haben wir den auch wieder verwendet. Kriegst du eh nichts mehr dafür. Ne? vielleicht lass die Firma noch ein paar Euronen springen für den alten Motor, ja, damit wir deinen Getränkehalter haben. Mal gucken. Inklusive Wein. Inklusive Wein, natürlich. So, und jetzt ist es Zeit, dass ihr mitmachen könnt. Ich löse jetzt erstmal die Umfrage von letzter Woche auf. Und ich kann euch sagen, es gab eine große Überraschung. Und zwar habe ich euch gefragt, ist der Wechsel zur Elektromobilität einfach? Und die zwei Antwortmöglichkeiten, ja, ist technisch eigentlich kein Problem, oder nein, wird eine Herausforderung. Hintergrund war, dass eben die Meldung kam, ja, ich weiß nicht mehr von wem genau, ich glaube auch von BMW, so nach dem Motto, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Elektromobilität ist jetzt auch nicht das allerschwierigste Thema, ist am Ende nur ein anderer Antrieb. Ich sehe das ein bisschen anders, jetzt kann ich es ja sagen, die Abstimmung ist zu Ende. Ich denke schon, dass es eine größere Herausforderung ist, weil es nicht nur ein neuer Antrieb ist, sondern es ist ein ganzer Strang an Mobilitätsdienstleistungen, die man mitentwickeln muss. Ja? Also sowas eben wie diese Ladeinfrastruktur, wie bestimmte Möglichkeiten, vielleicht über ein Abo-Modell flexibel das Auto zu holen oder wieder zurückzugeben. Oder eben auch über ein Carsharing oder sowas, also Ridesharing. Ja, also da gibt es ganz viele Bereiche, die ein Autohersteller in Zukunft abdecken muss. Man sieht es ja, ne? Car2Go, DriveNow gehen zusammen, anstatt einfach nur den Antrieb auszuwechseln. Aber jetzt seht ihr die Auflösung, ihr habt abgestimmt und es ist eindeutig. Ihr sagt, ja, technisch ist das kein Problem. Ich bin total überrascht. Und zwar haben insgesamt 383 Leute abgestimmt und davon haben 272 gesagt, das ist technisch kein Problem. Das sind 71% von euch, die sagen, technisch können wir relativ einfach auf E-Mobilität umsteigen. Also ich meine, ich halte euch ja für sehr schlau und für sehr kompetent und sehr professionell auch, weil ich weiß, auch viele von euch, die zuschauen, sind selber unter anderem in der Automobilbranche tätig. Dann frage ich mich doch aber erst recht, wieso geht es denn dann so langsam, wenn es technisch so einfach ist? Oder relativ einfach, ne? Also da bin ich echt überrascht. Also da habt ihr mich mal wieder überrascht, deswegen freut es mich hier tierisch, die Umfrage mit euch zu machen. Und ich gebe das auch immer weiter. Also immer wieder habe ich Gespräche und dann spreche ich mit Leuten und sage, ja, aber da haben die wirklich meine Zuschauer abgestimmt, haben gesagt, nee, sie finden so ein futuristisches Design nicht so gut, macht das mal ein bisschen klassischer. Ja? Oder hier zum Beispiel auch, hey, das ist technisch vielleicht gar nicht so eine riesen Herausforderung, so wird das auch gesehen von den Leuten, jetzt geht mal voran und macht mal. Ja, okay. Und 111 Leute von euch sagen, nein, das wird schon eine Herausforderung. Es sind aber dann nur 28%. Also ich bin schon überrascht. Ganz, ganz eindeutige Mehrheit für der Wechsel auf E-Mobilität ist gar kein so ein Riesenproblem. Das ist doch schön. Das freut mich ja total. Ist ja eine sehr positive, optimistische Einstellung. So, und jetzt kommen wir zur neuen Umfrage. Und zwar, wer am Montag die Sendung Neue Mobilität live gesehen hat, ich habe es vorhin schon mal gesagt, auf dem Kanal Bundesverband E-Mobilität, des Bundesverbandes für E-Mobilität, da habe ich mit Frank Müller gesprochen. Und da kam eben diese Frage nochmal auf, die ich gerne an euch jetzt weitergeben möchte. Und zwar, bist du eigentlich schon mal ein Elektroauto gefahren? Also wie viele von euch sind eigentlich überhaupt schon mal ein Elektroauto gefahren? Das würde mich wirklich interessieren. Das würde auch den Bundesverband E-Mobilität interessieren. Das interessiert sowieso ganz, ganz viele. Und deswegen bitte, bitte, bitte nehmt alle, die ihr jetzt zuschaut, kurz an dieser Umfrage teil. Wir brauchen ganz dringend euer Feedback. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. So, und zwar, bist du schon mal E-Auto gefahren? Ja, ich bin E-Auto selbst gefahren. Das wäre die erste. Ja, aber eben nur mitgefahren. Stichwort fahr bitte mit. Ja? Nein, das habe ich noch nie probiert. Oder nein, das will ich auch gar nicht. Ja? Ich wollte jetzt bewusst mal heute alle Optionen geben. Also ich denke mal, es ist für jeden was dabei. Bitte jetzt rechts oben auf die Infokarten gehen, auf diesem i mit dem runden Kreis drumherum und dann mal abstimmen, was für euch zutrifft. Bist du schon mal Elektroauto gefahren? Ja, selbst gefahren. Ja, aber nur mitgefahren. Nein, das habe ich noch nie probiert. Oder nein, das will ich auch überhaupt gar nicht. Lass mich doch in Ruhe mit deiner ganzen E-Mobilität. Oder irgendwie so. Ja. Also stimmt da jetzt bitte ab, rechts oben. Macht das wirklich, weil wir brauchen da ganz dringend euer Feedback. Das ist für uns total wichtig. Und jetzt frage ich mal den Max, was eigentlich im Live-Chat so abgeht. Lieber Max, was geht denn so ab? Ach, hier geht eigentlich einiges wirklich ab, aber ich kann eigentlich nicht wirklich noch eine Frage reinwerfen. Kannst du nicht? Heute mal nicht. Okay, außer eine Sache. Alles gut. Eine Sache fand ich sehr interessant. Eigentlich ja. Nämlich,
das ist weder ein Motorblock noch ein Zylinderblock gewesen, sondern Mayu sagt, genau genommen nennt man so etwas Hubkolbenverbrennungsmotor. Natürlich, es war ein Hubkolbenverbrennungsmotor. Und es war übrigens auch ein Achtzylinder. Ein Achtzylinder. Ja, das habe ich gerade so zusammengezählt. Ein V8. Ein V, weil es eben V-förmig angeordnet ist. Das war das Einzige, was ich mir, glaube ich, jemals gemerkt habe. Sonst sind die, glaube ich, parallel gegenüber und V sind, glaube ich, V-förmig angeordnet. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt schon so wieder so viel Falsches erzählt, dass jetzt Mayu direkt schon wieder fleißig am Tippen ist und einen ganzen Aufsatz schreibt. Also, seid uns nicht böse, ist auch eigentlich ganz irrelevant. Es ging nur um den kleinen Gag, dass wir eben da die alten Verbrennungsmotoren doch sinnvoller einsetzen können. Okay, gut, dann mache ich mal kurz nochmal hier einen kleinen Hinweis. Und zwar zum Thema Community unter Strom möchte ich nochmal kurz eine Sache weitergeben, die mir Alex geschickt hat. Ja? Er hat auch nochmal mehrfach nachgefragt, wann ich das denn bringe und so weiter. Lieber Alex, jetzt ist es soweit. Und zwar schickt mir Alex eine E-Mail und da schreibt er, Hallo Robin, was meinst du, wie und wo ich als gelernter Speditionskaufmann und mit technischem Verständnis beruflich in die Welt der Elektromobilität einsteigen könnte. Ich möchte dabei sein, schreibt er. Gruß Alex. Und das gebe ich jetzt an euch weiter und ich möchte euch wirklich bitten, schreibt doch mal unterhalb des Videos in die Kommentare, was ihr für Tipps habt. Wir müssen Alex jetzt helfen. Alex ist gelernter Speditionskaufmann, hat viel technisches Verständnis und will in die Welt der Elektromobilität beruflich einsteigen. Und ich kann ihm da jetzt nicht direkt einen Tipp geben und deswegen machen wir jetzt mal hier unterhalb des Videos so eine kleine Jobbörse auf. Und da schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, was ihr denn Alex für Tipps habt, wo er hingehen könnte. Das wäre wirklich toll, weil ich meine, es gibt ja nichts Besseres, als wenn jemand in die Elektromobilität mit einsteigen möchte, beruflich das Ganze unterstützen möchte. Und wenn hier schon so eine liebe Anfrage reinkommt, dann gebe ich das direkt mal weiter. Also schreibt da mal ganz wild und schreibt da mal, was ihr für Tipps habt. Und das bitte nicht per E-Mail mir schicken, weil sonst, gut, ich leite es ihm auch weiter, aber dann hat es eine Verzögerung. Schreibt es bitte öffentlich am besten, weil es gibt bestimmt viele von euch da draußen, die sagen, hey, ich bin auch zum Beispiel Speditionskaufmann oder komme von ähnlichen Bereichen, wie kann ich denn hier in die Elektromobilität einsteigen? Lasst uns da gemeinsam mal allen helfen und natürlich auch Alex an der Stelle. Und ich sage jetzt auch nochmal Danke und zwar vielen Dank an alle, die uns hier unterstützen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, uns per PayPal Einmalspende zu unterstützen. Also alle, die sagen, hey, eine monatliche Zahlung, da komme ich gleich noch dazu, wie bei Patreon, finde ich nicht gut. Ich möchte euch mit einem einmaligen Betrag unterstützen, dafür bedanken wir uns vielmals und ich kann auch zu 100% sagen, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird, immer zielgerichtet auf das Thema Elektromobilität. Ihr fördert damit die mediale, unabhängige Unterstützung hier des Kanals Elektrics zur Elektromobilität und den erneuerbaren Energien. Und das haben wieder einige Leute wahrgenommen und bei denen möchte ich mich bedanken. Eine PayPal-Einmalspende kommt in dieser Woche von Karl Jürgen. Der schickt die Nachricht dazu. Ihr könnt da noch eine Nachricht eingeben. Ich sende elektrisierte Euronen für die weitere Elektrisierung der E-Robinisierung. Das fand ich so lustig. Also wenn ihr da unten im Beschreibungstext mal reinguckt, da seht ihr PayPal Einmalspende, ja, unterstützt uns einmalig über PayPal. Da könnt ihr dann draufklicken, dann könnt ihr einen Betrag eurer Wahl auswählen, was immer euch passt und was immer ihr gerade übrig habt. Und dann könnt ihr auch nochmal einen Text dazu schreiben, ist aber nur freiwillig. Und wenn ihr einen Text dazu schreibt, dann nehme ich das aber hier in die Sendung mit auf. Und Björn schreibt, leider geil. Das finde ich auch super. Da habe ich gleich diesen Deichkind-Song im Kopf. Und auch noch von Dieter kommt noch eine nette Nachricht. Der schreibt, Hallo Robin. Bitte nicht alles gleich verprassen. Schöne Grüße aus Petting. Sag mal, Petting, ist das nicht direkt neben... neben Wedding und neben King in Österreich. Nee, direkt neben bei Fisting um die Ecke Richtung Muschihausen. Da haben sie doch eine Folge von The Grand Tour gemacht. Echt? Von Petting über Fucking nach Wedding. Fucking bitte, Fucking. Fucking, ja? Entschuldigung. So, Entschuldigung, wir wollen hier nicht vulgär werden. Das sind ganz normale deutsche Städtenamen.
Österreichisch. Österreichische. Okay, ja, stimmt, stimmt. Gibt es auch in Österreich. In Deutschland gibt es auch so verrückte Städte. So, auch noch vielen Dank an Jörn und Jürgen, die auch eine PayPal-Einmalspende geschickt haben. Und das, dann bedanke ich mich noch bei allen Patronen auf Patreon, die uns auch unterstützen. Da bedanke ich mich bei Electrics VIP Christian Hofmann. Vielen, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Ich bedanke mich bei den Electrics Weltverbesserern Klaus Otto, Künnemeyer, Gabor Reiter, Frank Grosse, Heval Günes, Thomas Aldrian, Ralf Fischer, Max Müller, Kurt Züker, Markus Meienschein, Ulf Morwinski, Jürgen Kaufmann und Mario Fettka. Und ich bedanke mich auch bei den Electrics-Produzenten. Entschuldigung, bei den Electrics-Produzenten, das sind einmal Daniel Vorname, Nachname, Alex Bo, Sigi Huema, Samuel Gall, Christian Tafik, Roman Stolper, Stefanie B., Benjamin Ehrenfeld, Christian Heb, Michael Hock, Gregor Wellmann, Marc Klages, Basing Dansei, Mirko Passer, Martin Spenger, Mayu, Christian Scheidt und Oliver da Silvera. Und wenn ihr euch fragt, was ist denn dieses Patreon? Das ist unsere kleine kuschelige Community, zu der ihr auch dazustoßen könnt. Und zwar geht ihr hier auf patreon.com/electrics. Müsst ihr aber nicht selber eintippen. Guckt einfach unterhalb des Videos in den Beschreibungstext. Dann findet ihr da die Möglichkeit, uns da eine regelmäßige monatliche Spende zu übermitteln. Ist aber alles freiwillig. Gut ist aber, wenn ihr in der Community mit dabei seid. Da tauschen wir uns immer mal wieder aus. Da gibt es immer mal wieder Infos, Hintergrundinformationen. Und da könnt ihr dann mit dabei sein, wenn ihr ein bisschen tiefer reingehen wollt. Und was hat Patreon schon erreicht, und zwar unter anderem, dass wir den Ladepark Kreuzhilden besuchen und ein Video daraus machen. Und das findet nächste Woche statt. Und das wiederhole ich auch nochmal ganz kurz. Wir sind also nächste Woche am 7. April ab 9.30 Uhr bis dann durchgehend, bis das Ganze zumacht, am Ladepark Kreuzhilden beim Hildener E-Mobilisten-Frühstück Hepto. Da habe ich auch nochmal ein paar Infos für euch. Und zwar: Jeden Samstag treffen sich da einige E-Mobilisten zum gemeinsamen Frühstück. Mensch und Auto stärken sich gleichzeitig. Um 9.30 Uhr geht es los. Das Ende wird offen gestaltet bis spätestens zum samstäglichen Ladungsschluss um 14 Uhr. Die Idee entstand in der Wuppertaler Facebook-Gruppe WE-Mobil 100. Dort und auf unserer Facebook-Seite Ladepark Kreuzhilden verabreden sich einige Teilnehmer, andere kommen einfach hinzu. Gäste ohne E-Mobil sind auch willkommen. Es wird gerne aus der persönlichen E-Mobilen Praxis berichtet und Fragen werden offen beantwortet. Wir sind auch da, Max und ich. Dann könnt ihr auch Max, wenn ihr mal Interesse habt, mal persönlich kennenlernen und ihn auch mal sehen, ja. Bei mir ist das ja nicht so wichtig. Es kommen direkt viel weniger. Und ja, streicht euch den Termin im Kalender an und wir sind dann für euch dort am Start. Ihr könnt auch gerne mit dem Video auftauchen. Ihr könnt uns gerne alles fragen, mit uns quatschen, Spaß haben. Ringelpiez mit anfassen ist bestimmt auch drin, wenn ihr nett fragt. Also alles ist gut. Und das nächste Ziel auf Patreon, das steht auch kurz bevor. Wenn wir das nächste Ziel von 250 erreichen, dann gibt es einen kostenlosen Download für alle Patreons des Songs Fahr mit von Fettmann und Freunde. Das ist der offizielle Song der E-News. Ja, jetzt bin ich eigentlich durch für heute. Also nicht nur mit den News durch, sondern auch durch. Also ich hätte mal eine Frage, die stelle ich einfach mal live, anstatt sie in den Chat zu packen. Nämlich Zahnarzt André Bechtold schreibt schon, dass er am 7.4. auch zum Ladepark Kreuzhilden kommen wird. Cool. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Wer von euch kommt denn noch? Ja, stimmt, ihr könnt mal schreiben. Wer hat denn schon sicher geplant zu kommen? Ich vermute, ich muss da auch mal irgendwie so eine Anmeldung machen. Nicht, dass dann irgendwie da mehrere Leute auftauchen und die da überfordert sind. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch kommen. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich denke mal, das Frühstück ist ja auch immer relativ groß. Also wenn da so 10 Leute mehr kommen, dürfte ich, ja, denke ich mal, das wird nicht so schlimm. Aber kann ja mal kurz in den Chat, könnt ihr mal reinschreiben, wer ist denn mit dabei? Immer diese Doppeltermine, schreibt Stefanie. Okay, ja, ich weiß, der Chat ist mal ein bisschen verzögert, deswegen warte ich einfach mal einen kurzen Moment. Aber wer jetzt im Chat dabei ist, der schreibt einfach mal kurz. Vorname, Nachname schreibt, ich komme. Und er kommt aus Berlin. Das ist ja verrückt. Perfekt. Aber hoffentlich mit der Zoe. Wow, ja, bestimmt, würde ich mal so sagen, wahrscheinlich. Fest eingeplant. Elektrum, leider nein, bin verhindert. Okay. Ja, schade. Also zwei Leute kommen schon mal. Ja, siehst du. Vielleicht kriegen wir ja die Teschken
Eigentlich haben wir wahrscheinlich mit den größten Anfahrtsweg, nehme ich mal an. Aus Berlin bis nördlich von Köln ist schon ordentlich. Oh. Stefan Leiting kommt auch. Hey Stefan, schön, freut mich, dich dann kennenzulernen. Ich glaube, es wird voll, schreibt André. Ja, siehst du, viele sind in Sinsheim. Ja, viele sind in Sinsheim, ich weiß, das ist halt ein bisschen, vielleicht nicht die beste Planung, aber gut, so ist es halt nun mal. Auch wir sind in Sinsheim, schreibt E-Meise. Okay. Oh, super, Sagor kommt, Markus Wiegelmann kommt, Black Max kommt, wenn er es schafft, mit der Zero SR. Cool. Oh. Fahrradtasche schreibt auch, ich wollte kommen. Theodor Witrzikowski schreibt, ich bin da. Okay. Oh, naja. Dann sind es ja gar nicht mal so wenige. Dann werden es ja schon ein paar Leute. Ich freue mich total auf euch. Darf man auch ohne E-Mobil kommen? Ja, man darf auch ohne E-Mobil kommen. Natürlich. Wir ziehen dich dann rein in die E-Mobilität, in unsere Begeisterung. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch mal, ich kann nicht zu viel versprechen, aber vielleicht ist ja auch Zeit, dass wir mal eine Runde mit ein paar Leuten im Auto mal eine Runde Tesla fahren, oder? Passen ja noch 4 Leute rein. Oh, das wäre mal interessant, weil vielleicht haben wir ein paar von denen noch gar kein Elektroauto gefahren. EV Paddy zum Beispiel fährt selbst eine Zoe, aber ist noch nie in seinem Leben Tesla gefahren. Okay, ja genau. Also wir kommen natürlich mit dem Tesla Model S. So, bin am 7. zum zweiten Mal da. So, genau, schreibt, wen haben wir noch hier? Super. Oh, Sagor sagt, er kommt wegen mir. Er kommt natürlich. Kann ich auch verstehen. Also wenigstens eine Person kommt wegen mir, das finde ich auch super. Ach, natürlich, Max, du bist genauso beliebt hier. Du bist ein wichtiger Bestandteil der Sendung. Das kann man schon mal so sagen. So, nein, habe keine Einladung von Sinsheim, okay. Der Berliner macht doch eine Fahrgemeinschaft. Ja, das Blöde ist, wir sind schon am Freitag in Köln. Also wir können leider nicht eine Fahrgemeinschaft mit anbieten, weil wir da schon einen Termin haben. So, und außerdem, wir können ja samstags nicht wann müssten wir denn losfahren, um 9 Uhr da zu sein? Da müssten wir irgendwie um 2 Uhr losfahren oder so. Das ist, nee, wir fahren da schon Freitag. Wir sind schon Freitag da. Das heißt, es sollte eigentlich auch nicht schief gehen. So, an die übliche, was? Achso, was ist denn heute los oder wann geht's los? Hä? Du kannst seinen Namen von Theodor, den Namen kannst du übrigens Witschikowski lesen. Witschikowski, ah, okay. Bin eventuell in Sinsheim. Rundfahrten gehen wohl nicht, oder? Naja, würden wir schon machen. Ich weiß ja nicht, was du genau meinst, lieber Frank von Schräg. Aber vielleicht machen wir doch die ein oder andere kurze Rundfahrt. So, Vorname, Nachname sagt, also er hat noch Plätze frei, aber wer mitkommt, muss sich klar sein, dass es dauert. 10 bis 11 Stunden dauert die Reisezeit mit der Zoe. Hey Max, wo ist der Moritz? Den stellen wir bald ein, einfach noch mit dazu, damit wir hier eine schöne Zweiertruppe haben, Max und Moritz. Ich finde Max und Jan finde ich besser. Wenn das Jan hören würde. So. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir haben ja am Donnerstag jetzt um 21 Uhr, also für alle, die jetzt vielleicht später mal reingeschaut haben oder zum ersten Mal dabei sind, immer donnerstags 21 Uhr hier auf dem Kanal Electrics Robin TV gibt es die E-News live. Und wenn du die nicht verpassen möchtest, dann drück auf den Abo-Knopf, am besten nebendran noch diese Glocke aktivieren, dann kriegst du sogar noch eine Mitteilung, wenn die Sendung losgeht oder wenn neue Videos erscheinen. Und alle anderen sage ich, ich habe einige Themen hier angesprochen, es würde mich wirklich total freuen, wenn ihr unterhalb des Videos eure Kommentare da lasst. Ich lese mir die alle durch, versprochen, jeden einzelnen Kommentar lese ich mir durch. Ich reagiere nicht auf jeden, weil es viel, viel Zeit kostet, aber ich lese mir alles durch, habe immer wieder Zeitpunkte, da gucke ich mir das alles an. Also jeder, der einen Kommentar hinterlässt, kann sich darauf verlassen, dass ich mir das anschaue. Und wenn es entsprechend eine Möglichkeit gibt, das irgendwie mit einzubauen, werde ich das auch hier in die entsprechenden Videos oder Sendungen mit einbauen. So. Gut. Okay. Sono Motors sucht noch Leute. Okay. Das wäre also vielleicht ein Tipp an den Alex. Ansonsten bitte das nicht in den Chat schreiben, eure Tipps bezüglich des Jobs, was ich vorher gesagt habe, sondern schreibt es bitte unten unterhalb des Videos gleich in die Kommentare. Für alle, die jetzt live sind, ihr seht es dann gleich, taucht dann unterhalb die Kommentarfunktion auf und dann könnt ihr das da machen. Gut. @Robin, gute Besserung. Oh.
Das höre ich zum ersten Mal jetzt. Dankeschön. Danke, Tom. Ja, nee, ist gar nicht so schlimm zum Glück, aber ich glaube, man merkt es mir an, oder? Ich bin sonst ein wenig enthusiastischer, ein wenig extrovertierter. Heute gebe ich mir sehr, sehr viel Mühe, aber es war mir wichtig, für euch doch da zu sein. Deswegen, ja, vielen Dank, dass ihr da mit dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in neuer Frische, nicht in alter Frische, in neuer Frische um 21 Uhr. Also dann, bis denn. Euer Robin ist jetzt raus. Und Max, kannst du mich jetzt wieder ins Bett zurückfahren? Ich fahre dich ins Bett Oh, zurück, warte. es kratzt so. Einmal umdrehen und raus mit dir. Habe ich aber doch einigermaßen durchgehalten, oder? Das hast du ganz gut gemacht Oh, heute. danke, danke. Nächste Woche übernehme ich dann, Ja, weil lange okay. machst du es ja nicht mehr, Ja, oder? nee, ich glaube, es ist bald vorbei. Immer diese Diesel, da fährst du einmal hinter einem Diesel und direkt bist du krank. Ach verdammt, wir sind noch drinne. Was? Ja gut, für die Leute, die jetzt noch da sind, die können wenigstens noch schöne Musik hören, oder? Ja, mach mal schöne Musik an. Tschüss, danke fürs Zusehen. Ich bin heute nicht mehr hier und nicht bei dir, nicht bei ihm. Bei ihr, nicht bei euch und nicht bei vielen. Ich bin bei mir, ich bin hier geblieben. Hey, hey, hey.